Yoshi's Woolly World für die Nintendo Wii U. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich, ich habe es gerade schon gesagt, Yoshi's Woolly World für die Wii U. Und wir fangen an mit Datei Nummer 3, denn Datei Nummer 1 ist mein privates Spiel, was mittlerweile schon anderthalb Jahre, ein Vierteljahr her ist, dass ich, ein Dreivierteljahr, so, Mann, was erzähle ich denn hier? Und das andere ist das Spiel von meiner Freundin und, wir fangen jetzt einfach ein neues Spiel an und zwar im klassischen Modus. Du kannst den Modus jederzeit ändern. Und zwar spiele ich mit dem Nintendo Pro Controller oder mit dem Wii U Pro Controller. Man kann auch, genau, ihr seht es hier auch nochmal, ne? Man kann auch mit dem Gamepad und mit dem Classic. Nee, der heißt nicht Classic. Oder doch? Ich meine, der heißt Classic Controller. Ist auch egal. Den man an die Wii-Fernbedienung anschließen kann. Und man kann noch mit Wii-Fernbedienung und Nunchuck spielen. Also, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich spiele am liebsten mit dem Pro Controller, weil der ist dem, ja, dem Controller von der Xbox am nächsten. Und ich mag einfach den Xbox-Controller. So, willkommen auf dem Woll-Atoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages... kam ein böser Volkamek. Hallo, kleine Yoshis! Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis! So dauert das ja ewig. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann. Ich habe die Schere rein mit euch, Yoshi, sowas von satt. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab. Wie retten wir jetzt die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell schnappen wir uns diesen Halunken. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr Yoshis. Ja, und damit geht's auch schon los. So ein bisschen Story nebenbei und dann war's das halt auch schon. So, jetzt haben wir hier, das ist die Hauptinsel und hier haben wir ein paar Miiverse-Beiträge. Hier haben wir ein Amiibo-Pavillon. Da möchte ich mal reinschauen. Ich habe ein paar Amiibo hier, die habe ich aber jetzt irgendwie nicht gerade griffbereit, weil ich ja in meinem Büro, spiele. Amiibo-Pavillon. Von Amiibo eingelesene Designs werden hier gespeichert. Du kannst sie jederzeit verwenden. Ja, okay, haben wir aber nicht. Nun gut. Ist jetzt auch nicht wirklich doll, weil man kann halt einfach dann ein Yoshi-Design dadurch importieren. Man hat also quasi einen anders aussehenden Yoshi, aber mehr ändert sich da halt auch nicht. So, was haben wir hier noch? Wir haben ein Museumspavillon. Da weiß ich gar nicht, was wir da machen können. Schauen wir mal kurz rein, bevor wir uns ins Hauptabenteuer spielen, stürzen. Hier kannst du dir Gegner ansehen, die du mit einem Wollknäuel getroffen hast und Musikstücke anhören. Ach so. Okay, das heißt, hier haben wir quasi so eine Art Lexikon. Na gut, Musikstücke. Gut. Finde ich auf jeden Fall cool, doch. Und dann war es das, glaube ich, auch schon, was wir hier so auf der Hauptinsel haben. Wir werden es jetzt sehen, wenn dann irgendwann mal das fertig geladen ist. Die Ladezeiten für die Overworld sind echt lang. Ja, kann man so sagen. Was hast du gemalt? Oh, wunderschön.
Okay. Gut, ja, viel mehr können wir hier nicht machen. Man kann es auch zu zweit spielen. Dementsprechend sind hier von Anfang an zwei Yoshis frei. Hier mit dem Wollknäuel können wir nichts machen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Welt 1 und schießen uns ab als Woll-Yoshi. Sehr interessant übrigens, die Overworld läuft nur mit 30 FPS und kommt dementsprechend etwas ruckelig rüber. Und wenn wir jetzt ins Level gehen, läuft das Ganze dann mit 60 FPS. Ja, spielen wir das Spiel mit 100%. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir versuchen es. Ob wir es schaffen? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir versuchen es. Ich muss erstmal die Steuerung lernen. Also, ach so, okay, damit können wir schießen. Aber dafür brauchen wir Eier, beziehungsweise Wollknäuel. Also, wunderschön aussehen tut es ja schon mal auf jeden Fall. So. Wir haben hier so Kristalle, die bringen Punkte. Und wir haben diverse Sachen in diesen Levels, die uns zu 100% führen können. Das ist, ja, erstmal sprechen wir diese Laberbox an. Wollknäuel, so geht's. Drücke B, um einen Feind zu verspeisen. Drücke, ducke dich, um ein Wollknäuel zu erzeugen. Ja, das machen wir nochmal. Wir verspeisen den Feind, drücken nach unten und zack, haben wir ein Wollknäuel. So, diesen Gegner hier können wir jetzt einfach mal mit einem Wollknäuel abschießen und haben ihn damit quasi besiegt. Wir müssen noch drauf hüpfen und dafür kriegen wir einen Stempel. Stempel gehören auch zu den 100%. Und da kommen wir auch schon zu der Schwierigkeit mit diesen 100%. Es gibt Blumen, 5 Stück pro Level. Es gibt Stempel, 20 Stück pro Level. Und ja, das ist halt alles eine ganze Menge Zeug, die man da irgendwie so zusammenbringen muss. Aber wie gesagt, ich werde es versuchen. So, dich wollen wir kaputt machen. Dankeschön. Und die Stempel, die können halt auch hinter diesen Kristallen versteckt sein. Das heißt, zu jeder Zeit kann es sein, dass wir hier irgendwas ganz, ganz fies übersehen. Manchmal kann man auch hier diese Stoffdinger zur Seite schieben und so. Da müssen wir halt wirklich sehr aufmerksam sein. Aber wie gesagt, ich versuche 100% zu bekommen. Ob wir es dann schaffen, weiß ich nicht. Flatterflug, halte A gedrückt, um für eine kurze Zeit zu fliegen. Haben wir auch schon eingesetzt. So, und dann haben wir hier noch, gehört auch zu den 100%, diese Wollknäuels hier. Ja, hier können wir durch ein bisschen Stoff durchlaufen, kriegen noch einen Stempel dafür. Den schießen wir ab. So, und dich schießen wir übrigens auch mal ab, damit wir dich in dem Museum drin haben. So, hier holen wir uns nochmal kurz einen Wollknäuel. Und diese ganzen verschiedenen Sachen, die wir hier sammeln können, die haben auch verschiedene Auswirkungen. Ja, wenn wir diese 5 Wollknäuel haben, bekommen wir einen zusätzlichen Yoshi. Wenn wir die 5 Blumen haben, kriegen wir ein Bonuslevel. Was haben wir hier? Aha. Das sagte ich eben mit diesen Wänden, die man eindrücken kann. Das kommt hin und wieder mal vor. Und hier können wir mit unserer Wolle ein bisschen ein paar Plattformen spannen. Und hier müssen wir, also auf sowas muss man dann halt auch immer aufpassen. Da kann man dann sich solche zusätzlichen Wege mit freischalten. Also im Großen und Ganzen, es gibt hier wirklich unendlich viele Möglichkeiten, wo immer noch irgendwas sein kann. Ja, und mit den Stempeln, das sind halt diese ganz normalen Miiverse-Stempel, mit denen man dann irgendwas Zusätzliches bekommen kann. Jetzt machen wir mal hier noch eine Plattform und springen da hoch. Und ja, ich weiß, ich habe da hinten noch was vergessen, das holen wir jetzt gleich. So, eine Blume, die dritte. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber das bleibt leider nicht so einfach, wie es jetzt gerade scheint. So, hier kommen wir an das zweite Wollknäuel. Gott sei Dank sehen wir hier immer, wenn wir was verpasst haben, sodass wir im Zweifelsfall halt nochmal zurück können. So, holen wir uns noch die Herzen. Die Herzen zählen leider Gottes auch zu den 100% und das ist ein großer Teil, eine große Schwierigkeit in diesem Spiel. Denn man muss jedes Level oder jeden Level mit vollem Leben abschließen, um das Spiel beenden zu können. Oder um die 100% zu schaffen. Und das ist echt gemein. So, oh, da sind ja Gegner drin. Komm, komm her. Danke. Jo, dann schießen wir mal hier noch die Dinger ab. Denn da kann ja auch immer was drin sein. So, nein,
Da wollte ich doch gar nicht raus. Verdammt. Also gehen wir nochmal runter. Haben wir da oben unten noch was abgeschossen? So, wieder runter. Da ist ja noch ein Paket rausgefallen für uns. Mit einer Blume. Sehr schön. Und wir haben noch einen Gegner im Mund. Okay. So. Sehr schön. Also bis jetzt läuft es, glaube ich, ganz gut. Können wir hier rein? Ja. Achso, und jetzt kommen wir auch wieder hier raus. Haha, okay. Also, jetzt hier im ersten Level ist das, mag das ja alles noch relativ einfach sein. Aber wer Super Mario World 2, glaube ich, kennt, weiß, dass das nicht so einfach bleibt. Okay. Das müssen wir treffen. Ansonsten passiert hier gar nichts. Und damit haben wir eine Wollplattform freigeschaltet, die uns hoffentlich irgendwas bringt. Naja, immerhin bringt sie uns hier oben eine Wolke. So, und das bringt uns ein Paket. Und das Paket bringt uns die vierte Wolle. Ich glaube, bis jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg. Diese Wollknäuel sind leider nur 2D, 2D-Sprites. Eigentlich schade. Da hätte man mit der Technik der Wii U dann doch ein bisschen mehr hinbekommen. Letztendlich, ich finde, dieses Spiel sieht wunderschön aus. Da wollen wir uns nichts vormachen. Brauchen wir uns echt nichts vorzumachen. Das hat Nintendo gut hingekriegt. Keine Frage. Aber dieses i-Tüpfelchen, ne? Dieses kleine i-Tüpfelchen fehlt einfach. So, 15 von 20 Stempeln haben wir auch. Also, es sieht ganz gut aus. Wenn wir im Komfortmodus spielen würden, den wir jetzt gerade nicht genommen haben beim Starten des Spiels, damit hätten wir hier war doch noch irgendwas, oder? Nee? Okay, dann halt nicht. Dann hätten wir nicht sterben können. Sowas. Okay, so, die Wolle haben wir vollständig. Stempel haben wir 17. Oh Gott. Aha. Manchmal muss man auch ein bisschen auf seine Umwelt achten. So, und jetzt können wir natürlich auch mit Start schauen, was haben wir denn alles schon. Uns fehlen noch 3 Stempel und uns fehlt noch eine Blume. Ist doch bestimmt hier irgendwo, oder? Aha, hier ist noch was. Das ist bestimmt die letzte Blume. Jo. Und dann haben wir hier bestimmt den letzten Stempel. Jawohl. Und damit haben wir diesen Level schon zu 100% abgeschlossen. Und wir fangen eine Blume, wunderbar. Das gibt, glaube ich, ein Bonus-Level. Na, auf jeden Fall gibt es Bonus-Kristalle. Ein Bonusspiel, doch, tatsächlich. Woll-Yoshis Verstrickungen. Zu 100% gelöst. Mein Gott, das dauert aber lang. Achso, das können wir auch überspringen, okay. So, und dadurch, dass wir alle Wolle gekriegt haben, kriegen wir einen Bonus-Yoshi. Und das Bonusspiel, dadurch, dass wir die Blume gefangen haben und die Stempel sind fürs Miiverse. So, gibt uns... Komm. Wir haben 12 Sekunden Zeit, glaube ich. Okay, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Es geht ja tatsächlich nur um die Punkte, dass es alles eher irrelevant ist. Diese Früchte, diese Punkte, das ist alles nettes Gimmick, ne? Letztendlich. Es ist nicht wirklich relevant fürs Spiel, fürs Spielerische. So, wir haben den Level abgeschlossen. Du hast einen Trickanstecker erhalten, mit dem du den Level überspringen kannst. Er ist nur im Modus entspannt verwendbar. Ja, toll, den Modus entspannt spielen wir aber nicht. So, wie gesagt, mit diesen 5 Wollstücken haben wir einen weiteren Yoshi freigeschaltet, der rosa, grün, gelb ist. Blumen-Yoshi, natürlich! Der Yoshi-Pavillon wurde auf dem Wollatoll eröffnet. Sehr schön. Und damit haben wir den zweiten Level freigeschaltet. Den machen wir, allerdings schauen wir uns doch vorher einfach mal unseren Yoshi-Pavillon an, den wir gerade eröffnet haben. Und guck mal, was wir da drin so machen können. Ach so, Yoshi-Pavillon. Hier kannst du Yoshis wechseln und ein Design auf einem Woll-Yoshi-Amiibo speichern.
Aha. Okay, wir haben also den roten, wir haben den hellblauen Yoshi und wir haben den Blumen-Yoshi. Und ansonsten haben wir noch keinen. Okay, 1, 2, 1, 3 ist das wahrscheinlich. Was haben wir hier? Das ist dann wahrscheinlich die zweite Welt, die dritte Welt, die vierte Welt, die fünfte Welt. Und eigentlich gibt es nur 5 Welten. Vielleicht gibt es noch eine 6. Bonuswelt. Ich weiß es. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Weil ich dieses Spiel selber halt noch nicht so sonderlich viel gespielt habe. Habt ihr ja eben an meinem Spielstand auch gesehen. Ich war erst in Welt. Welt 2, glaube ich. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Ich werde zum nächsten Part mal meine Amiibo hier hinholen. Dann gucken wir mal, welche Amiibo, ich habe ja wirklich nicht viele, welche Amiibo denn ein Yoshi-Design freischalten. Und dann werden wir im nächsten Part ins zweite Level gehen und vielleicht auch schon das dritte Level sehen. Schauen wir mal. Ich möchte bei den Parts, ähnlich wie bei Zelda, so um die 15 bis 20 Minuten sein. Wenn ich jetzt noch ein Level anfange, dann würden wir das nie im Leben schaffen. Von daher machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal sage ich Keep Gaming und ciao.